Düstere Schatten der Klinge, die in schwindelerregenden Höhen positioniert ist. Der plötzliche, schnelle Abstieg und dann Stille. Das war die gruselige Realität der Guillotine, das erschreckende Symbol der Schreckensherrschaft während der Französischen Revolution. Benannt nach Dr. Joseph Ignace Guillotin, der ironischerweise das Gerät als eine humanere Methode zur Hinrichtung vorschlug, wurde die Guillotine von 1993 bis 1994 zum erschreckenden Mittelpunkt auf öffentlichen Plätzen. Dieses hohe Todesinstrument mit seiner rasiermesserscharfen Klinge beendete das Leben von etwa 17.000 Menschen im Herzen der Revolution. Unter den Verurteilten waren König Ludwig XVI. Und Königin Marie Antoinette, die in einem großen Spektakel verdrehter Gerechtigkeit zum nationalen Rasierer geschickt wurden. Aber betrachten Sie diese makabre Frage, die Wissenschaftler und Schaulustige seit Jahrhunderten fasziniert hat. Wie lange bleibt eine Person nach ihrem Treffen mit Madame Guillotine bei Bewusstsein? Könnten die abgetrennten Köpfe der Verurteilten ihren eigenen schaurigen Untergang bezeugen? Berichte aus dieser Zeit sind, gelinde gesagt, erschreckend und voller Geschichten von blinkenden Augen und sich bewegenden Lippen. Voltaire sagte einmal, Töten ist verboten, daher werden alle Mörder bestraft, es sei denn, sie töten in großen Mengen und zum Klang von Trompeten. Auf unserer Reise heute werden wir tief in die Ära eintauchen, in der der Tod ein öffentliches Schauspiel war, von der Regierung sanktioniert und zum Klang der revolutionären Trompete durchgeführt. Also, sind Sie bereit, zurück in die blutgetränkten Straßen des revolutionären Frankreichs zu treten? Willkommen im Tagebuch von Julius Cäsar. Von der Axt zur Eleganz, der komplexe Tanz des Todes vor der Guillotine. Lange bevor die erschreckende Effizienz der Guillotine zum Einsatz kam, hatte die Menschheit eine Reihe von Instrumenten, die den düsteren Tanz des Todes vollführen sollten. Eine der frühesten und einfachsten dieser Methoden war die Enthauptungsaxt, ein Werkzeug, das tief in den Annalen der menschlichen Geschichte verwurzelt ist. Im Herzen der alten Zivilisationen von Griechenland und Rom um das 5. Jahrhundert vor Christus spielte die Axt eine entscheidende Rolle bei der Rechtsprechung. Dies war nicht einfach ein Holzhackwerkzeug, das für den Anlass umfunktioniert wurde. Enthauptungsäxte, oft mit komplexen Schnitzereien und Designs verziert, waren Machtinstrumente, ein greifbares Symbol der Autorität, die Herrscher und Henker über Leben und Tod hatten. Sie waren öffentliche Erinnerungen an die ultimative Strafe für das Verstoßen gegen gesellschaftliche Normen oder Gesetze. Wenn wir in der Zeit voranschreiten und uns geografisch in Richtung der britischen Inseln im Mittelalter bewegen, finden wir die wachsende Beliebtheit der Axt als Hinrichtungswerkzeug. Das Enthaupten mit einer Axt war jedoch nicht ohne Komplikationen. Es war allzu abhängig von der Stärke und Präzision des Henkers. Ein Zeugnis dafür ist die berüchtigte Hinrichtung von Maria, Königin der Schotten, im 1587. Robert Beale, ein englischer Diplomat, der vor Ort war, beschrieb, wie der erste Schlag ihren Hals verfehlte und den Hinterkopf traf. Der zweite Schlag durchtrennte den Hals bis auf ein kleines Stück Sehne, das der Henker mit der Axt durchtrennte. In der gleichen Zeit erleben wir das Aufkommen eines anderen Hinrichtungsgeräts, des Schwerts. Im Gegensatz zur Axt galt das Schwert als ein herrlicheres Hinrichtungswerkzeug. Der Adel in ganz Europa fand oft sein Ende durch das Schwert, betrachtet als ein Privileg, das ihrem Status angemessen war. Dies war jedoch keine universelle Praxis. Zum Beispiel wurde Anne Boleyn, die zweite Frau von Heinrich dem 8. von England, im 1536 durch ein Schwert enthauptet, eine Höflichkeit, die seiner ersten Frau, Katharina von Aragon, nicht zuteil wurde. Mit dem Vergehen der Jahrhunderte begann die öffentliche Meinung zur Hinrichtung sich zu verändern. Die Zeit der Aufklärung, geprägt von Ideen der humanitären Reform, ließ viele die grausamen Methoden der Todesstrafe in Frage stellen. In diese sich entwickelnde Denkweise trat Dr. Joseph Ignace Guillotin ein, der im 1789 ein neues Gerät vorschlug, das darauf ausgelegt war, die Todesstrafe schnell, effizient und weniger fehleranfällig zu machen. Er ahnte nicht, dass sein Name für immer mit dem Instrument in Verbindung gebracht würde, von dem er dachte, es wäre humaner. Historisch gesehen war die Hinrichtung ein grausames Schauspiel, gefüllt mit den düsteren Theatralik von Leid und Schmerz. Zur Zeit des Vorschlags von Dr. Guillotin war ein Wandel im Gange, diese öffentlichen Schauspiele weniger auf das Zufügen von Qualen auszurichten und mehr darauf,
die Gerechtigkeit effizient und gleichberechtigt zu vollziehen. Guillotins humanes Gerät würde jedoch mit der Zeit zum Symbol des Terrors während der Französischen Revolution werden. Dr. Joseph-Ignace Guillotin, ein wohltätiger Geist in einem makabren Kontext. Im Erzählstrang der menschlichen Geschichte ist das Paradoxon ein wiederkehrendes Thema. Dr. Joseph-Ignace Guillotin, der Mann, der mit einer der berüchtigtsten Todesvorrichtungen aller Zeiten in Verbindung gebracht wird, war ein personifiziertes Paradoxon. Geboren in Saintes, Frankreich, am 28. Mai 1738, hatte Dr. Guillotin, von Beruf Arzt, den festen Vorsatz, menschliches Leid zu lindern. Er hätte die dramatischen Wendungen, die sein Leben nehmen sollte, nicht vorhersagen können, die in der Annahme eines Todesinstruments gipfelten, das bis heute seinen Namen trägt. Ironischerweise beschäftigte sich Dr. Guillotin zunächst mehr mit den Lebenden als mit den Verstorbenen. Bevor er in die Welt der Todesstrafe eintauchte, verbrachte er viel Zeit im Kampf gegen die Pocken. Er war ein leidenschaftlicher Befürworter von Edward Jenners neu entdecktem Pockenimpfstoff. Tatsächlich wagte es Dr. Guillotin sogar, den Impfstoff an seiner eigenen Familie zu testen, ein Maß für die tiefe Überzeugung, die er im Fortschritt der Medizin hatte. Doch der angesehene Arzt war nicht nur ein Mann der Medizin, sondern auch ein Mann der Politik. Als Vertreter von Paris im Jahr 1789 in die französische Nationalversammlung gewählt, wurde er zu einem entscheidenden Teil der aufkeimenden Welle des sozialen und politischen Wandels, die über Frankreich hinwegfegen sollte. Während seiner Zeit in der Versammlung machte Dr. Guillotin einen Vorschlag, der seinen Namen für immer mit der Geschichte der Todesstrafe verknüpfen würde. Entgegen einem weit verbreiteten Missverständnis war Dr. Guillotin nicht der Designer der Guillotine. Stattdessen schlug er die Idee einer schnellen und einheitlichen Hinrichtungsmethode vor, die die grausamen Methoden der Zeit ersetzen könnte, wie das Rädern oder Vierteilen. Er glaubte, dass ein solches Gerät die Prinzipien von Gleichheit und Menschlichkeit, Eckpfeilerwerte der Revolution, wahren würde. Wie er in einer Rede im Oktober 1789 sagte, »Mit meiner Maschine schneide ich ihnen den Kopf im Nu ab, und sie spüren es nie.« Dieses Zitat, wenn auch makabrer, als er es gerne gehabt hätte, vermittelt seine Absicht, die Todesstrafe weniger barbarisch und konsistenter über gesellschaftliche Klassen hinweg zu gestalten. Die Ironie seines Unterfangens entging auch seinen Zeitgenossen nicht. Tatsächlich komponierte eine beliebte französische Zeitschrift der Zeit Les Actes des Apôtres, ein satirisches Lied über den Vorschlag des Arztes. Das Lied, betitelt La Guillotine, war vielleicht das erste Mal, dass Dr. Guillotins Name öffentlich mit dem Gerät in Verbindung gebracht wurde. Die Beliebtheit des Liedes, gepaart mit der anschließenden Annahme des Geräts durch den französischen Staat, führte dazu, dass der Name des Arztes untrennbar mit dem Hinrichtungsgerät verbunden wurde. Das Leben nach der Revolution war jedoch nicht freundlich zu Dr. Guillotin. Trotz seiner besten Bemühungen, sich von dem Gerät zu distanzieren, das seinen Namen getragen hatte, war die öffentliche Verbindung zu stark. Ein Heilender wurde paradoxerweise für ein Todesinstrument in Erinnerung behalten. In einem Schicksalsschlag verbreiteten sich sogar Gerüchte, dass er sein Ende durch die Maschine gefunden hatte, für die er eingetreten war, obwohl er tatsächlich in seinem Bett im Alter von 75 Jahren gestorben war. Die morbide Kunst. Eine Erkundung des Designs und der Mechanik der Guillotine. Die Guillotine mit ihrer strengen, schlichten Form und erschreckenden Effizienz verkörpert eine Fusion aus Form, Funktion und Schrecken, eine Kreation, die durch die turbulenten Zeiten der Französischen Revolution angestoßen wurde. Fern von einem einfachen Werkzeug ist die Guillotine ein ausgeklügeltes Stück Technik, das einen schnellen und sicheren Übergang vom Leben zum Tod gewährleistete. Die Einführung der Guillotine war mehr eine Evolution als ein Moment der Schöpfung. Es war Tobias Schmidt, ein deutscher Klavierbauer, der mit dem Bau der ersten Guillotine im Frühling des 1792 beauftragt wurde, nach Vorschlag des Arztes. Schmidt, ein Meister im Bau von komplexen Instrumenten, sollte nun ein Instrument des Todes bauen. Ihm assistierten bei diesem düsteren Unterfangen Antoine Louis, der Sekretär der Akademie für Chirurgie, und ein französischer Henker, Charles-Henri Sanson. Die Guillotine bestand aus zwei parallelen vertikalen Pfosten, gekrönt von einem Querbalken und einer sichelförmigen Klinge.
Die Klinge war abgewinkelt, ein Detail, auf das Sanson bestand, da er glaubte, eine schräge Kante sei effizienter als eine gerade. Diese Idee erwies sich als richtig und die abgewinkelte Klinge wurde zu einem charakteristischen Merkmal der Guillotine. Die gesamte Struktur war etwa 4 Meter hoch, wobei die Klinge aus einer Höhe von etwa 2,3 Metern freigesetzt wurde, genug potenzielle Energie für eine schnelle Hinrichtung. Die Einfachheit der Guillotine war ihr Genie. Sobald die Klinge angehoben und arretiert wurde, wurde sie durch das Ziehen einer Schnur freigesetzt, wobei die unfehlbare, unerbittliche Anziehungskraft der Schwerkraft genutzt wurde, um das Ende herbeizuführen. Der Abstieg der Klinge war schnell, typischerweise etwa ein Fünftel einer Sekunde, ein Designmerkmal, das darauf abzielte, das Leiden des Verurteilten zu minimieren. Ein interessantes Element der Guillotine war die Lunette, eine jochähnliche Vorrichtung am Fuß der Pfosten, die den Hals des Verurteilten festhielt. Die Lunette war verstellbar, um die verschiedenen Größen der Verurteilten aufzunehmen, ein Detail, das die beunruhigende Mischung aus Menschlichkeit und Effizienz in ihrem Design hervorhob. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Guillotine war ihre Mobilität. Die Guillotine konnte zerlegt, transportiert und wieder zusammengesetzt werden, ein grimmig praktisches Merkmal in einer Zeit weit verbreiteter politischer Umwälzungen und öffentlicher Hinrichtungen. Obwohl die Guillotine ein Gerät des Horrors war, entkam sie nicht dem Humor der Epoche. Der Mechanismus, der die Klinge freisetzte, wurde humorvoll Déclic genannt, ein Wortspiel, das sowohl Auslöser als auch »Es ist entschieden« bedeuten konnte. Selbst im Schatten des Todes, scheint es, konnte ein dunkler Sinn für Humor gefunden werden. Die Guillotine war erschreckend zuverlässig, so sehr, dass sie bis weit ins 20. Jahrhundert hinein die offizielle Hinrichtungsmethode Frankreichs blieb. Ihre letzte Verwendung war so kürzlich wie 1977, eine deutliche Erinnerung an ihre anhaltende Wirkung. Trotz ihrer düsteren Funktion sprechen das Design und die Mechanik der Guillotine Bände über die menschliche Genialität, angewandt im morbidsten aller Kontexte. Der Gleichmacher des Standes, die Guillotine als demokratische Vollstreckerin des Todes. Inmitten der turbulenten Zeit der Französischen Revolution tauchte eine neue Form der Gerechtigkeit auf. Ein Exekutionsinstrument betrat die Bühne, das die revolutionären Ideale von Gleichheit und Brüderlichkeit auf makabre Weise verkörperte, die Guillotine. Diese Schöpfung wurde zum Symbol eines gleichmacherischen Feldes, auf dem der eigene Stand, ob Adliger oder Bürger, den Hand der Todes nicht abwehren konnte. Unter dem alten Regime war die Todesstrafe ein öffentliches Spektakel, beladen mit Klassenunterschieden. Die Adligen wurden oft enthauptet, ein relativ schneller Tod, während Bürger härteren Enden wie dem Hängen oder dem Zerbrechen am Rad gegenüberstanden. Mit dem Erscheinen der Guillotine wurden diese Unterschiede ausgelöscht. Sie verkündete in einer schaurigen Darstellung, dass im Tod alle gleich sind. Von ihrer ersten öffentlichen Vorführung am 25. April 1992 an, als ein Straßenräuber namens Nicolas Jacques Pelletier ihr erstes Opfer wurde, wurde die Guillotine zum Inbegriff der revolutionären Doktrin. König Ludwig XVI. Selbst, einst der absolute Monarch von Frankreich, fand sein Ende durch die Guillotine am 21. Januar 1993 am Place de la Révolution. Sein Tod, ein starker Kontrast zu den königlichen Hinrichtungen der Vergangenheit, zeugte von der brutalen Egalität der Guillotine. Es war nicht nur der gestürzte König, die Königin Marie Antoinette und andere Adlige wie Madame du Barry und Madame Elisabeth, die Schwester des Königs, erlitten alle das gleiche Schicksal. Die Herrschaft der Guillotine endete nicht mit dem Adel. Ihre Klinge fiel auf die Revolutionäre selbst, einschließlich Georges Danton und Maximilien Robespierre, Männer, die einst an der Spitze der Revolution standen. Ihre Hinrichtung ist vielleicht das ultimative Zeugnis für die undifferenzierte Natur der Guillotine. Selbst die Befürworter der Revolution konnten ihrer Klinge nicht entkommen, als sich die Flut gegen sie wendete. Wie Robespierre, einer der Architekten des Schreckensregimes, vor seiner Hinrichtung durch die Guillotine sagte, Terror ist nichts anderes als Gerechtigkeit, prompt, streng, unbiegsam. Der düstere Tanz der Guillotine hörte auch mit dem Ende der Revolution nicht auf. Sie wurde zur Standardmethode der Hinrichtung in Frankreich, ein düsteres Erbe der revolutionären Ära.
Persönlichkeiten wie der Mörder Henri Branzini und der Anarchist Emile Henry fanden ihr Ende unter ihrer Klinge, ihr sozialer oder politischer Rang gewährte ihnen keine Gnade. Die Auswirkungen der Guillotine auf die Psyche der Zeit sind schwer zu überschätzen. Sie beeinflusste die Kultur und tauchte in Literatur, Liedern und sogar im Volksmund auf. Ausdrücke wie »in den Sack niesen« oder »durch das Fenster schauen« wurden zu Umschreibungen für die Hinrichtung. Das nationale Rasiermesser, wie es sarkastisch genannt wurde, war im öffentlichen Bewusstsein als der ultimative Gleichmacher verankert. Doch die Guillotine war nicht nur eine Vollstreckerin des Todes, sondern auch ein Werkzeug der sozialen Kommentierung. Der Karikaturist Honoré Daumier zum Beispiel verwendete die Guillotine in seinen Arbeiten als Symbol, um die Justiz und die politische Establishment seiner Zeit zu kritisieren. Schatten der Klinge, der Tanz der Guillotine im Schreckensregime. Während der Französischen Revolution auf ihrem Höhepunkt war, fanden sich die Bürger Frankreichs auf einer gefährlichen Reise durch ein stürmisches Meer politischer Umwälzungen und sozialer Unruhen wieder. Diese turbulente Ära wurde karmesinrot gefärbt durch das Schreckensregime, ein Kapitel, in dem die kalte, gleichgültige Klinge der Guillotine Tausende von Leben forderte. Beginnend am 5. September 1793 und anhaltend bis zum Sturz Robespierre am 28. Juli 1794 erlebte das Schreckensregime die Guillotine, wie sie durch die Straßen von Paris gefahren wurde, und hinterließ eine Spur des Schreckens. Die Französische Revolution war eine Zeit, in der die Luft knisterte vor Flüstern von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Sie verwandelte sich jedoch bald in ein schreckliches Schauspiel des Todes unter der Herrschaft des Wohlfahrtsausschusses, der während dieser Zeit Frankreich regierte. Der Ausschuss, angeführt von Persönlichkeiten wie Maximilien Robespierre und Louis-Antoine de Saint-Just, betrachtete die Guillotine als notwendiges Werkzeug, um Frankreich von seinen Feinden zu säubern. Der Terror begann als Maßnahme gegen die Konterrevolutionäre, geriet jedoch bald außer Kontrolle. Niemand war sicher vor Verdacht und anschließender Verurteilung. Der Adel, der Klerus und sogar andere Revolutionäre befanden sich unter der Klinge der Guillotine. Zu den bekanntesten Opfern der Revolution gehörte Marie Antoinette, die ehemalige Königin von Frankreich. Am 16. Oktober 1793 wurde sie durch die Straßen von Paris zur Guillotine eskortiert. Das Schauspiel zog Schaulustige an, deren Jubel und Spott durch die Stadt hallten. Der berüchtigte Satz »Sollen Sie doch Kuchen essen«, oft Marie Antoinette zugeschrieben, obwohl sie ihn wahrscheinlich nie gesagt hat, hallte in den Köpfen der Zuschauer nach, als die Klinge fiel und das Leben der Frau beendete, die einst als die mächtigste in Frankreich galt. Aber vielleicht war der 28. Juni 1794, oft als das Fest des höchsten Wesens bezeichnet, der dramatischste Tag während dieses Schreckensregimes. An diesem Tag erklärte Robespierre, der sich selbst als geistiger Führer der Republik proklamierte, eine neue Staatsreligion. In einer großen Prozession führte er die Menge zum Hügel der Tugend im Zentrum von Paris. Nur einen Monat später wurde er verhaftet und zur Guillotine verurteilt, ein deutliches Zeugnis für die schnelle und brutale Natur des Terrors. Die Ironie von Robespierres Fall ging den Franzosen nicht verloren. Der Mann, der erklärt hatte, Terror ist nichts anderes als Gerechtigkeit, prompt, streng, unbiegsam, wurde von der Todesmaschine verschlungen, die er befürwortet hatte. Als Robespierre zum Schafott geführt wurde, rief ein Zuschauer angeblich, »Das Blut Dantons erstickt dich«, eine Anspielung auf einen anderen revolutionären Führer, der ein ähnliches Schicksal erlitten hatte. Das Schreckensregime verwandelte Paris in eine Stadt der Angst. Eine Kultur der Denunziation herrschte vor, bei der Menschen, Freunde und Familie wegen Verdachts auf konterrevolutionäres Verhalten anzeigten. Kinder spielten sogar mit Miniaturguillotinen, ein erschreckendes Symbol dafür, wie normalisiert dieses Todesinstrument geworden war. Bis zum Ende des Terrors hatten über 16.000 Menschen ihr Leben durch die Guillotine verloren. Dieses Kapitel der Geschichte diente als deutliche Erinnerung an die gefährliche Zweideutigkeit von Revolutionen. Sie können Ideale von Freiheit und Gleichheit gebären, aber auch einen Wirbelsturm der Gewalt entfesseln, mit der Guillotine im Zentrum, die die Fäden unzähliger Leben durchtrennt. Die fallenden Kronen. Der letzte Walzer von Ludwig dem 16. und Marie Antoinette. Als die Gezeiten der Französischen Revolution anschwellten,
verschlang sie die etablierte gesellschaftliche Struktur und ließ keinen Raum für die einst unantastbaren Monarchen. Zu den vielen Opfern der Guillotine gehörten Ludwig XVI. Und Marie Antoinette, der König und die Königin von Frankreich, deren Herrschaft nicht in den vergoldeten Hallen von Versailles, sondern auf den blutgetränkten öffentlichen Plätzen des revolutionären Paris endete. Der Sturm begann mit Ludwig dem 16. Am 21. Januar 1793 wurde Ludwig, der zu dieser Zeit nur 38 Jahre alt war, durch die drängenden Straßen von Paris zur Place de la Révolution eskortiert. Nun entthront und nur noch als Bürger Louis Capet bekannt, war sein königlicher Status auf einen Schatten reduziert. Es war ein klarer Wintertag und der einst mächtige König stand auf dem Schafott und blickte auf ein Meer von Menschen, die sich von Untertanen zu Henkern verwandelt hatten. In seinen letzten Momenten versuchte er, eine Rede zu halten, in der er seine Unschuld und seine Liebe zu seinem Land erklärte. Doch seine Worte wurden vom Wirbel der Trommel verschlungen und die Klinge fiel herab, um die letzten Reste der französischen Monarchie zum Schweigen zu bringen. Weniger als ein Jahr später war es an der Zeit, dass Marie Antoinette denselben Weg beschritt. Am 16. Oktober 1793 wurde die 37 Jahre alte Königin, beraubt der Feinheiten, die sie einst definierten, zu demselben Schafott geführt, das ihren Ehemann gefordert hatte. Ihre Kutschenfahrt zur Place de la Révolution war ein Spektakel. Die Straßen waren voll von Zuschauern, die gespannt auf den Sturz der österreichischen Frau warteten, die sie Madame Defizit nannten. Anders als Ludwig waren Marie Antoinettes letzte Worte nicht für die Massen bestimmt, sondern boten eine demütige Entschuldigung gegenüber ihrem Henker, den sie versehentlich getreten hatte. »Verzeihen Sie mir, Herr, ich habe es nicht absichtlich getan.« Die einst allmächtige Königin begegnete ihrem Ende mit der Anmut und Haltung, die sie ihr ganzes Leben lang bewahrt hatte. Die Enthauptung des Königs und der Königin war ein tiefer Schock für die anderen Monarchien Europas, ein makabres Zeugnis für die drastischen und gewalttätigen Veränderungen in Frankreich. Der Tod von Ludwig dem 16. und Marie Antoinette symbolisierte das Ende einer Ära und markierte den unzweifelhaften Sturz der französischen Monarchie und den Aufstieg einer neuen Republik. Noch beunruhigender war die Vorstellung, dass der Gesellschaftsvertrag zwischen den Herrschern und den Beherrschten unwiderruflich gebrochen wurde und durch ein demokratisches Prinzip ersetzt wurde, das Monarchen nicht nur zur Rechenschaft zog, sondern sie auch, wenn nötig, zum Tode verurteilen konnte. Jenseits des Ärmelkanals beklagte der Schriftsteller und Philosoph Edmund Burke die Tode und schrieb: »Das Zeitalter der Ritterlichkeit ist vorbei, das der Sophisten, Ökonomen und Rechner ist gefolgt.« Burkes Reaktion war ein Zeugnis für die internationalen Auswirkungen, die die königlichen Enthauptungen verursachten. Der Tod von Ludwig dem 16. und Marie Antoinette brachte eine erschreckende Realität in den Vordergrund. Die Guillotine unterscheidet nicht zwischen Königtum und Bürgern. Die alte Ordnung wurde abgebaut und an ihrer Stelle entstand eine Gesellschaft, in der der Status keinen Schutz vor der Gerechtigkeit des Volkes bot. Leben nach dem Fall, das grausige Rätsel der Guillotine. In den schattenhaften Geschichten, die neben der scharfen Historie der Guillotine geflüstert wurden, hat eine andauernde Frage eine schaurige Neugier geweckt. Wie lange dauert das Bewusstsein an, nachdem das Blatt der Guillotine fällt? Diese makabre Anfrage, die zwischen den Bereichen der Wissenschaft und Folklore schwebt, hat im Laufe der Jahrhunderte eine Fülle von Mythen und Spekulationen hervorgebracht. Eine besonders gruselige Anekdote stammt aus den Nachwirkungen der Französischen Revolution. Im Jahr 1793 wurde eine gewisse Charlotte Corday wegen des Mordes an dem radikalen Journalisten Jean-Paul Marat hingerichtet. Nach ihrer Hinrichtung soll der Assistent des Henkers, François Legros, angeblich Cordays Kopf gehoben und dessen Wange geschlagen haben. Beobachter berichteten, dass eine Röte der Entrüstung ihr Gesicht überquerte. Ein Anblick, der einen erschreckenden Glauben an das Bewusstsein nach der Enthauptung schürte. Die Frage hielt bis ins 20. Jahrhundert an und drang in den wissenschaftlichen Diskurs ein. Im Jahr 1905 beobachtete der französische Arzt Dr. Gabriel Bourrieux die Hinrichtung von Henri Langille. Später berichtete er, dass er beobachtet hatte, wie Langilles Augen und Mund nach dem Schlag des Blattes für eine erstaunliche Dauer von 25 bis 30 Sekunden öffneten und schlossen
und sogar eine scheinbare Reaktion auf seinen Namen zeigten, der ausgerufen wurde. Obwohl solche Geschichten ausreichen, um einem kalte Schauer über den Rücken zu jagen, handelt es sich bestenfalls um Beobachtungsberichte, die nicht durch empirische Beweise gestützt werden. Es ist zwar richtig, dass nach einer Enthauptung unwillkürliche Muskelbewegungen auftreten können, die Behauptung des Bewusstseins nach einem solchen Schicksal ist jedoch noch nicht bewiesen. Das moderne medizinische Verständnis deutet darauf hin, dass ein rascher Abfall des Blutdrucks durch Enthauptung zu sofortiger Bewusstlosigkeit und anschließendem Hirntod innerhalb von Sekunden führen würde. Dr. Harold Hillman, ein britischer Anästhesist und ein leidenschaftlicher Kritiker der Todesstrafe, äußerte seine Erkenntnisse zu dieser Debatte im späten 20. Jahrhundert. Seiner Meinung nach kann das Gehirn nicht ohne eine kontinuierliche Versorgung mit sauerstoffreichem Blut funktionieren, die nach einer Enthauptung abrupt gestoppt werden würde. Das Bewusstsein könnte somit in Abwesenheit eines funktionierenden Gehirns nicht fortbestehen. Darüber hinaus widerspricht die Vorstellung, dass ein abgetrennter Kopf seine Sinne behalten könnte, geschweige denn Emotionen ausdrücken, unserem Verständnis davon, wie das Nervensystem funktioniert. Empfindungen wie Schmerz werden im Gehirn verarbeitet und über Nerven, die bei einer Enthauptung durchtrennt würden, kommuniziert. Diese wissenschaftliche Argumentation ordnet solch gruselige Geschichten in den Bereich der Folklore und unbegründeten Gerüchte ein. Aber, abgesehen von der Wissenschaft, zeigt die Beständigkeit dieser Geschichten mehr über unsere angeborene Faszination für das Makabre, unseren Wunsch, mit den unergründlichen Geheimnissen von Tod und Bewusstsein zu ringen. Der französische Historiker Daniel Arasse brachte dieses Gefühl treffend auf den Punkt, als er sagte: Der Horror der Enthauptung ist der Horror des Nichts. Es ist das Entsetzen des Guillotine-Bedieners, der den abgetrennten Kopf zum Sprechen bringen muss, um sich selbst zu versichern, dass das Leben nach dem Fall der Klinge anhält. Echos vom Rand, die Abschiedsreden der Guillotine. Das erschreckende Kratzen der Guillotine-Klinge zeichnete einen grausigen Verlauf durch die Geschichte Frankreichs und beendete unzählige Leben mit gnadenloser Effizienz. Doch innerhalb dieses Schreckensbildes treten Stimmen hervor, unerschütterlich und eindringlich, die sich weigerten, vom drohenden Schatten der Klinge zum Schweigen gebracht zu werden. Sie sind die Geister der Guillotine, deren letzte Worte trotzig gegen das Gespenst des Todes anklingen. Eine solche Stimme gehörte Georges Danton, einer führenden Persönlichkeit in den frühen Stadien der Französischen Revolution. Als er am 5. April 1794 vor der Klinge stand, blieb sein charismatischer Geist unerschüttert. Dantons Abschiedsworte an seinen Henker spiegelten eine trotzig Akzeptanz seines Schicksals wider. »Vergiss nicht, meinen Kopf dem Volk zu zeigen. Es lohnt sich, ihn zu sehen.« Danton kannte seinen Wert und wollte auch im Tod die Menge an seine Überzeugung und seinen Beitrag zur Revolution erinnern. Doch nicht alle Stimmen waren von Trotz oder Anmut erfüllt. Einige waren mit düsterem Humor durchtränkt. Der Straßenräuber Nicolas Jacques Pelletier, der am 25. April 1792 das erste Opfer der Guillotine hingerichtet wurde, soll scherzhaft gesagt haben: »Man könnte sagen, ich verliere den Kopf darüber.« Sein Galgenhumor diente dazu, ihn zu vermenschlichen und machte ihn zu mehr als nur einem Namen in den Aufzeichnungen der Verurteilten. Andere nutzten ihre letzten Momente, um politische Aussagen zu treffen. Jean-Baptiste Carrier, ein Revolutionär, der für seine Rolle in der brutalen Unterdrückung der konterrevolutionären Kräfte in Nantes bekannt war, machte bis zu seinem letzten Atemzug eine große Demonstration seiner Loyalität gegenüber der Republik. Am 16. Dezember 1794, kurz vor seiner Hinrichtung, erklärte er leidenschaftlich: »Es lebe die Republik, mein Tod wird das Siegel meiner Prinzipien sein.« In einem rührenderen Ton bettelte Madame du Barry, eine ehemalige Favoritin von König Ludwig XV. Und eine Dame der Nacht vor ihrer Erhöhung, von der gleichgültigen Menge um Gnade während ihrer Hinrichtung am 8. Dezember 1793. Ihre Bitten, ein eindringliches Zeugnis ihrer Angst, halten noch lange nachdem die Guillotine ihr Leben gefordert hatte nach. Die makabren Missgeschicke der Guillotine, Geschichten von erschreckenden Fehltritten. Entgegen der landläufigen Meinung war die Guillotine, das gefürchtete Symbol der Schreckensherrschaft der Französischen Revolution,
nicht immer so effizient, wie ihr finsterer Ruf es vermuten lässt. Es gab Momente, in denen das sonst unfehlbare Todesinstrument ins Stocken geriet und schwankte und so schnelle Hinrichtungen in lang anhaltende Spektakel des Leidens verwandelte. Einer der berüchtigtsten Vorfälle ereignete sich während der Hinrichtung von Ludwig dem 16. Am 21. Januar 1793 stand der abgesetzte Monarch auf dem Schafott, sein einst königliches Antlitz ersetzt durch die Blässe eines verurteilten Mannes. Der erste Fall der Klinge trennte den Hals des Königs nicht vollständig, und ein qualvoller zweiter Versuch war nötig, um die Arbeit zu beenden. Die Menge, die in Erwartung verstummt war, ließ einen kollektiven Aufschrei bei dem schrecklichen Anblick los. Diese beunruhigende Darstellung führte zu weiteren Verfeinerungen im Design der Guillotine, in einem makabren Streben nach Perfektion. Ein weiterer haarsträubender Vorfall ereignete sich während der Hinrichtung von Charlotte Corday, der Mörderin von Jean-Paul Marat. Nach ihrer Hinrichtung am 17. Juli 1793 wurde berichtet, dass Cordays Augen flackerten und ihre Wangen erröteten, nachdem der Henker ihren abgetrennten Kopf der Menge gezeigt hatte. Ob eine düstere Reflexhandlung oder eine unheimliche Bestätigung des Bewusstseins nach der Enthauptung, dieses schreckliche Spektakel sorgte unter den Zuschauern und der breiten Öffentlichkeit für großes Aufsehen. Vielleicht eines der beunruhigendsten Beispiele ereignete sich jedoch während der Hinrichtung des berüchtigten Banditen Nicolas Jacques Pelletier. Am 25. April 1792 gab die Guillotine ihr öffentliches Debüt mit Pelletier als ihrem ersten unfreiwilligen Teilnehmer. Der Schnellauslösemechanismus funktionierte nicht richtig und ließ die Klinge in der Mitte stecken. Die Menge beobachtete mit morbider Faszination, wie der Henker sich bemühte, seine grausame Aufgabe zu erfüllen und verwandelte, was als schnelle Gerechtigkeitsübung gedacht war, in ein beunruhigendes Schauspiel von Unbeholfenheit. Trotz dieser makabren Fehltritte blieb die Guillotine die bevorzugte Hinrichtungsmethode, hauptsächlich wegen ihrer wahrgenommenen Menschlichkeit. Befürworter des Geräts argumentierten, dass es sich um isolierte Vorfälle handelte, Probleme, die durch Ingenieurskunst gelöst werden sollten, anstatt die Methode aufzugeben. Die fehlgeschlagenen Hinrichtungen führten zu zahlreichen Modifikationen des Geräts, wobei jede Anpassung einen effizienteren Tod versprach. Es war eine unbehagliche Realität, die Rationalisierung des Todes, mit dem Ziel, das Undenkbare schmackhaft zu machen. Doch die Geschichten dieser erschreckenden Missgeschicke blieben erhalten, flüstern auf den Kopfsteinpflasterstraßen, erschreckende Geschichten, die in gedämpften Tönen geteilt wurden. Das schreckliche Schauspiel eines Guillotinefehlers, wenn auch selten, warf einen langen Schatten über ihre erschreckende Herrschaft, eine erschreckende Erinnerung daran, dass selbst in der Wissenschaft des Todes Fehler möglich waren. Es war ein ernüchternder Gedanke für diejenigen, die sich der Gnade ihrer Klinge ausgeliefert sahen. Das makabre Theater, öffentliche Faszination und der schaurige Tanz der Guillotine. In den turbulenten Jahren der Französischen Revolution entfaltete sich im Herzen von Paris ein düsteres Spektakel. Die Guillotine, die Verkörperung von egalitärer Gerechtigkeit, ragte hoch auf den Stadtplätzen empor, ihre Klinge unheilvoll unter der Sonne glänzend. Doch es war nicht das Gerät des Henkers, das die Stadt in seinen Bann zog, sondern das Schauspiel des Todes selbst. Die Zuschauer schauten zu, ihre Gesichter blass, aber die Augen weit geöffnet vor Faszination. Dies war ihr Theater, ihre Unterhaltung, und das tragische Spiel von Leben und Tod entfaltete sich mit jedem Fall der Klinge. Das Interesse beschränkte sich nicht nur auf die ungewaschenen Massen. Der Adel, eingesperrt in ihren großen Palästen, war genauso fasziniert. Auch wenn sie dem Gedanken zitterten, selbst unter der Klinge zu liegen, waren sie von dem Schauspiel fasziniert. Es war die morbide Faszination, die soziale Schichten durchbrach, die geteilte menschliche Erfahrung der Sterblichkeit ins Auge zu sehen. Erzählungen von diesen makabren Versammlungen durchzogen die Gesellschaft, wobei der schaurige Tanz der Guillotine zu einem integralen Bestandteil des sozialen Gefüges der Stadt wurde. In diesen Momenten fand die berühmte Madame Tussaud, bekannt für ihre Wachsfiguren von prominenten Persönlichkeiten, die Inspiration für ihre erschreckende Sammlung. Sie machte Totenmasken von Guillotineopfern, einschließlich König Ludwig dem 16. und Königin Marie Antoinette, und benutzte diese als Modelle für ihre Arbeit.
Ihre Wachsfiguren sollten später zu einem bedeutenden Teil der Popkultur werden und die morbide Faszination der Öffentlichkeit mit dem Tod und der Guillotine weitertragen. Historische Anekdoten legen nahe, dass das Anschauen von Hinrichtungen nicht nur ein Zeitvertreib war, sondern ein gesellschaftliches Ereignis. Öffentliche Plätze verwandelten sich in belebte Marktplätze, Verkäufer priesen Essen, Wein und Krimskrams an. Kinder rannten herum und spielten, ihr unschuldiges Lachen ein seltsamer Gegensatz zum düsteren Tableau. Die Luft, schwer vor Erwartung, summte vor Gesprächen, während die Zuschauer Neuigkeiten austauschten, klatschten und über das Schicksal derer spekulierten, die bald ihr Ende finden sollten. Es war ein gesellschaftliches Schauspiel, die greifbare Realität des Todes unterstrich die Lebendigkeit des Lebens. Der berüchtigte Charles-Henri Sanson, der königliche Henker von Frankreich während der Revolution, der viele hochkarätige Hinrichtungen leitete, wurde zu einer paradoxen Berühmtheit. Trotz seiner düsteren Beschäftigung war er eine zentrale Figur im Spektakel. Seine Bewegungen wurden vom Publikum verfolgt und genau beobachtet. Die von ihm durchgeführten Hinrichtungen waren nicht nur Akte der Gerechtigkeit, sondern auch Auftritte auf der Bühne der Revolution. Sein erschütternder Satz »Ich töte Menschen, aber ich lasse sie nicht leiden« spiegelte den Kampf der Revolution für eine gerechte Gesellschaft wider und hob gleichzeitig das Paradoxon der menschlichen Anziehungskraft auf das Makabre hervor. Die Druckkultur der damaligen Zeit nährte ebenfalls diese Faszination. Flugblätter und Broschüren, gefüllt mit schaurigen Details über die Verurteilten und ihr bevorstehendes Schicksal, verkauften sich wie warme Semmeln. Diese Publikationen, düster als Hinrichtungsliteratur bezeichnet, ermöglichten es der Öffentlichkeit, das Schauspiel erneut zu erleben und dabei jedes grausame Detail in Ruhe zu genießen. Das Echo der Guillotine, eine Klinge im Gewebe kulturellen Ausdrucks. Das Entfalten der komplexen Schichten des Platzes der Guillotine in der Popkultur führt uns auf eine fesselnde Reise durch Zeit und Medien. Wie eine stumme Figur hat dieses erschreckende Instrument die Literatur, Kunst und Film beeinflusst und ist zu einem mächtigen Symbol für Angst, Gerechtigkeit und gesellschaftliche Umwälzungen geworden. Die Literatur war oft ein Spiegel der gesellschaftlichen Anliegen, wobei die Guillotine eine wiederkehrende Rolle in dieser reflektierenden Erzählung spielte. Charles Dickens Meisterwerk, eine Geschichte von zwei Städten, veröffentlicht im Jahr 1859, ist ein ergreifendes Beispiel. Vor dem tumultartigen Hintergrund der Französischen Revolution dient die drohende Präsenz der Guillotine als eindringliche Metapher für die gesellschaftlichen Turbulenzen, verkörpernd den brennenden Gerechtigkeitsdurst der Revolution. Ein weiteres denkwürdiges literarisches Beispiel für die Guillotine findet sich in Victor Hugos »Der letzte Tag eines Verurteilten«, veröffentlicht im Jahr 1829. Diese düstere Erzählung taucht in die Psyche eines Mannes ein, der auf seine Hinrichtung wartet und bietet den Lesern einen schaurigen Einblick in die mit der Guillotine verbundene Furcht. In der Kunst wurde die Guillotine zu einer häufigen Muse. Ihre markante Silhouette und ihre düstere Funktion dienten als mächtige visuelle Metaphern. Das berühmte Werk des Malers Jean-Louis André-Théodore Géricault aus dem Jahr 1812, Die abgetrennten Köpfe, ist eine beunruhigende Studie von Guillotine-Opfern, deren Realismus eine Reflexion der gesellschaftlichen Angst vor der Todesstrafe ist. Pablo Picassos berühmtes Gemälde Guernica aus dem Jahr 1937 zeigt auch eine Guillotine-ähnliche Struktur, die die katastrophale Gewalt des Krieges symbolisiert. Auch im Film hat die Guillotine ihre eindrucksvolle Präsenz hinterlassen. Ein bemerkenswertes Beispiel ist Karl Theodor Dreyers stummes Meisterwerk von 1928, Die Passion der Jungfrau von Orleans. Der Höhepunkt des Films, der die Hinrichtung von Johanna zeigt, erfasst die nackte Furcht vor dem Gerät. Zeitgenössischere Werke, wie die Adaption von Eine Geschichte von zwei Städten aus dem Jahr 2005, haben die Guillotine ebenfalls als kraftvolles Erzählwerkzeug verwendet, um die emotionale Schwere der Ära zu verstärken. Im kuriosen Reich der animierten Erzählung hat die Guillotine ein unerwartetes Zuhause gefunden. Die britische Komödie von 1975, Monty Python und der Heilige Gral, zeigt eine Szene, in der ein hölzerner Hase von einem Guillotine-ähnlichen Apparat abgefeuert wird.
Dieser komödiantische Twist unterstreicht, wie die Darstellung der Guillotine zwischen dem Ernsten und dem Absurden schwanken kann. Auch die Musikwelt blieb von der unheimlichen Anziehungskraft der Guillotine nicht verschont. Das ikonische Lied Killer Queen der britischen Rockband Queen, veröffentlicht im Jahr 1974, enthält den Text: Lass sie Kuchen essen, sagt sie, genau wie Marie Antoinette. Obwohl die Guillotine nicht ausdrücklich erwähnt wird, ist der Verweis auf das apokryphe Zitat von Antoinette und ihr Schicksal ein indirekter Hinweis auf das berüchtigte Gerät. Das Schwanenlied der Guillotine, Echos von den letzten Vorhängen. Als das Blatt der Guillotine am Morgen des 10. September 1977 fiel, markierte es einen schaurigen, doch bedeutenden Meilenstein in den Annalen der französischen Geschichte. Hamida Djandoubi, ein tunesischer Einwanderer, verurteilt für das Nehmen des Lebens seiner ehemaligen Geliebten, wurde die letzte Person, die ihr Ende durch die Guillotine traf. Es war ein Ereignis, das das Ende einer langen, grausamen Ära signalisierte, ein Kapitel voller Angst, Gerechtigkeit und düsterem Spektakel abschloss. In der Mittelmeerstadt Marseille wurde das Gefängnis Beaumetz zur letzten Bühne für den tödlichen Tanz der Guillotine. Djandoubis Hinrichtung wurde in einer verhüllten Stille durchgeführt, ohne die morbide Faszination der Öffentlichkeit, die einst um das Spektakel der Guillotine schwoll. Die Menschenmengen, die einst herbeiströmten, um den Schwung der Klinge zu beobachten, fehlten, ersetzt durch die strengen Gesichter von Justizbeamten und dem Henker. Der Scharfrichter, ein durch Generationen weitergegebenes Berufsbild, war André Obrecht. Bekannt als der letzte Henker von Frankreich, war Obrecht ein fester Gläubiger an die Guillotine und betrachtete sie als eine humane Methode der Todesstrafe. Trotz der Schwere seines Berufes war Obrecht bekannt für sein Mitgefühl und seinen Respekt gegenüber den Verurteilten. Ein Paradoxon, das die Komplexität der Geschichte der Guillotine verkörpert. Interessanterweise war der letzte Auftritt der Guillotine nicht nur auf eine Entwicklung der gesellschaftlichen Einstellungen zur Todesstrafe zurückzuführen. Tatsächlich war die scheinbare Effizienz der Guillotine ihr eigener Untergang. Das berüchtigte nationale Rasiermesser fiel aus der Gunst, da es nicht garantieren konnte, ein schnelles, schmerzloses Ende herbeizuführen. Berichte darüber, dass die Klinge beim ersten Versuch den Hals nicht durchtrennte, begannen zu zirkulieren, sehr zum Entsetzen der Öffentlichkeit, die die Menschlichkeit dieser Hinrichtungsmethode in Frage stellte. Djandoubis letzte Reise spiegelte auch die sich verändernden gesellschaftlichen Einstellungen zu gefährlichen Substanzen wider. Verurteilt für den Mord an Elisabeth Bousquet war sein Verbrechen tief mit dem Missbrauch von Medikamenten und Manipulation verwoben. Sein Prozess war ein verstörendes Echo gesellschaftlicher Probleme, eine scharfe Erinnerung an die dunkle Seite der menschlichen Natur und die wachsende Besorgnis über den Missbrauch von Substanzen. Obwohl die Guillotine zuletzt im Jahr 1977 verwendet wurde, wurde sie erst 4 Jahre später offiziell aus dem Dienst genommen. Am 9. September 1981, unter der Führung von Präsident François Mitterrand, schaffte Frankreich die Todesstrafe vollständig ab und brachte damit offiziell das Zeitalter der Guillotine zu Ende. Robert Badinter, der Justizminister zu dieser Zeit, zitierte berühmt Victor Hugo während der entscheidenden Debatte: Im Namen der Nation zu töten, ist unverständlich. Die Abschaffung ist ein Zeichen des Fortschritts der Nation. Die Geschichte der letzten Tage der Guillotine ist eine ergreifende Erzählung, die die sich verändernden Werte der Gesellschaft widerspiegelt, während sie stetig auf Empathie, Rehabilitation und Weg von Vergeltung zusteuerte. Sie dient als ergreifende Erinnerung an die Fähigkeit des Menschen zur Veränderung, auch angesichts tief verwurzelter Traditionen und Normen. Schatten der Guillotine in den Hallen der Geschichte und den Nachhallen der Kultur. Wie eingefroren in der Zeit, steht die Guillotine als schauriges Symbol einer Epoche, die von Brutalität und unerbittlicher Gerechtigkeit geprägt war. Auch wenn das Echo des fallenden Klingen schon lange verstummt ist, verfolgt uns der Schatten der Guillotine weiterhin. Ihr Einfluss hallt in den Kammern von Museen nach, ihre Ähnlichkeit wird in Nachbildungen eingefangen und ihre Erzählung ist in das Gewebe der Popkultur eingewoben. Einer der faszinierendsten Orte, an denen die Überreste der Guillotine aufbewahrt werden, ist das Museum für französische Geschichte im Herzen von Paris.
Unter den vielen Schätzen der Sammlung steht eine Nachbildung der Guillotine als düsterer Erinnerung an Frankreichs Vergangenheit. Es handelt sich um ein akribisch gefertigtes Echo der ursprünglichen nationalen Klinge, die während der turbulenten Tage der Französischen Revolution hoch auf dem Place de la Révolution stand. Doch nicht nur in den stillen Hallen von Museen wirft die Guillotine ihren langen Schatten. In der französischen Stadt Mortagne-au-Perche behauptete der exzentrische Hotelbesitzer Michel Lotito, bekannt für seine Fähigkeit, unverdauliche Gegenstände zu verschlucken, eine echte Guillotine zu besitzen. Dieses düstere Artefakt zeigte er im Innenhof seines Hotels, der Hostellerie du Cerf, wo es als seltsame Attraktion für Gäste und neugierige Passanten diente. Ähnlich beherbergt die Stadt Brügge in Belgien in ihrer Halve-Mahn-Brauerei eine düstere Attraktion. In einer bizarren Ironie beherbergt eine Brauerei, ein Symbol für Frohsinn und Kameradschaft, eine echte Guillotine. Still und kalt, ein krasser Gegensatz zur warmen, lebhaften Atmosphäre der Brauerei. Die Guillotine wurde tatsächlich nicht in den Schatten einer vergessenen Geschichte verbannt. Ihr Bild, ihre Erzählung und ihre Symbolik haben ihren Weg in die Welt der Popkultur gefunden. Ihre symbolische Kraft wurde in zahlreichen Werken der Literatur, des Kinos und des Fernsehens genutzt. Von Charles Dickens lebhafter Darstellung des Terrors der Guillotine in Geschichte von zwei Städten bis zu ihrer Darstellung im beliebten Musical Les Misérables lebt das Erbe der Guillotine weiter. Auch in der Kunstwelt hat die Guillotine Spuren hinterlassen. Der provokante britische Künstler Banksy, bekannt für seine subversive und satirische Straßenkunst, hat das Bild der Guillotine in seinen Werken verwendet, insbesondere im Werk Henker und Mädchen, ein starker Kommentar zur gesellschaftlichen Ungerechtigkeit. In einer anderen Richtung haben Nachbildungen der Guillotine als makabre Requisiten für Zaubershows und Geisterhäuser eine eigentümliche Nische gefunden, ein weiteres Zeugnis für ihre anhaltende symbolische Relevanz. Ein bemerkenswertes Beispiel war der berüchtigte Zaubertrick »Die Klinge des Schicksals«, der von dem Illusionisten Galen Hardesty durchgeführt wurde und eine modifizierte Nachbildung der Guillotine als zentrales Element verwendete. Wie der französische Philosoph Voltaire einst sagte, die Geschichte wiederholt sich nie, der Mensch tut es immer. Und so hallt die Guillotine weiterhin in unserem kollektiven Bewusstsein nach, eine stille Warnung aus den Tiefen der Geschichte. Wenn der Vorhang auf unsere Reise durch die düstere Geschichte der Guillotine fällt, stehen wir im Nachhall einer gespenstischen Vergangenheit. Wir haben ihren schaurigen Weg verfolgt, von der Begeisterung der Französischen Revolution im Jahr 1789 bis zu ihrem letzten, schaurigen Akt im Jahr 1977 mit Hamida Djandoubi. Wir haben die trotzig letzten Worte der Verurteilten gehört, die makabre Faszination der Öffentlichkeit gespürt und die erschreckenden Fehler B der Hinrichtung miterlebt. Die Guillotine, eine erschreckende Erfindung aus dem Wunsch nach Gleichheit im Tod, hallt weiterhin durch die Korridore der Zeit, ihr Schatten ungetrübt. Und wenn wir dieses Kapitel abschließen, denken Sie an diese Worte aus den Seiten von »Geschichte von zwei Städten« von Charles Dickens, einem Roman vor dem Hintergrund der Französischen Revolution und der Herrschaft der Guillotine. Er schrieb: »Ich sehe eine schöne Stadt und ein brillantes Volk, das aus diesem Abgrund aufersteht. Und so, wie der Phönix aus der Asche aufersteht, ist die Fähigkeit des Menschen zur Veränderung, zum Wachstum, der einzige leuchtende Leuchtturm gegen die düstere Silhouette der Geschichte der Guillotine. Danke, dass Sie uns auf dieser Reise begleitet haben. Bis zum nächsten Mal behalten Sie das Echo der Geschichte nahe an Ihrem Herzen, denn im Verständnis der Vergangenheit können wir die Zukunft besser gestalten.«